So. Ich muss sowieso einmal nach oben links laufen, weil ich dann auch konkret weiß, was für Material ich da mitnehmen soll. Achso, warte mal. Haben wir gar nicht genug von, okay. Naja, wir haben hier auch eine Weile lang nichts gemacht. So, da kommt das rein. Wo sind die Larven? Da kommen die Larven. Und das kommt rein. Und das kommt rein. Das kommt alles in die andere Kiste. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir nur viermal Zwiebelsamen. Da könnte man schon ein bisschen was anpflanzen, was Leckeres. Zwiebelsamen. Könnte man eigentlich schon mal Zwiebeln hier pflanzen? Da. So, haben wir Zwiebeln gepflanzt. Was haben wir jetzt noch dabei? Nur das Material. Okay. Naja, ich will das doch zuhaben. Und dann nochmal das Material reinschmeißen. Aber das nehme ich dann auch schon weg. Das weg. Das weg. Das weg. Und wir sowieso gleich alles wieder. Ich muss nur um links einmal gucken, was wir da brauchen für Material. Brauchen wir auch wieder sicherlich Eisenstücke für und Holz und. Keine Ahnung. Da kriegen wir. Ja, da müssen wir auch mal nach. Bienen suchen. Da wollte ich mal bei. 10 Keile. 10 Keile, 2 Bretter und 4 Eisenstücke einfache. 10 Keile, 2 Bretter. Zehn Keile. 10 Keile, 2 Bretter, 2 Eisen, ne? Oder 4 Eisen. So, egal. Kommen wir da oben nämlich dann auch gleich mal hin. 10 Keile. Ein bisschen Holz haben wir noch. Ich würde hoffen, das reicht erstmal. Vielleicht haben wir ja noch Keile. Moment. Keile. Aber davon haben wir 2 Stück. Das ist gut. Davon erstmal 2. Einfache Eisenstücke. Das müsste eigentlich auch reichen. Aber wir haben keine Keile, okay. Wir haben halt keine Keile. 10 Keile. Zack. Oh, Inquisitor-Tag. Na, gehen wir auch noch nicht hin. Ach, jetzt habe ich einen Mensch. Ich habe noch gesagt 4. 4 Eisenstücke. Habe ich doch noch gesagt. Warum laufe ich mit 3 los? Warum? Warum tue ich solche Sachen? Warum? Warum tust du mir das an? So, nochmal kurz ein Eisenstück. Wupp, Eisennägel, Eisenstück, wupp und bupp. Und nochmal hin. Nee. So, nochmal das Ganze. Der Palain ist da. Einen schönen guten Abend, Palain. Komm her, Bubis. Komm her, ihr Mistviecher, ich hau euch die Goschen. Na, so. Da kriegen wir doch auch jetzt Bienen raus, oder? Ich bastel hier schon wieder an anderen Baustellen rum. Kein Honigdoll. Da müssen wir tatsächlich warten, bis es richtig ganz dunkel ist. Keine Ahnung. So, dann haben wir das. Tschüpp. Und, oh, das wird knapp, das wird knapp. Aber wir haben ja noch ein bisschen Glibber dabei. Oh, komm her, du. Mensch, du. Du hast hier irgendwo Schluck auf Gras. Noch mal so ein Vieh. Na, komm her, du feiges Stück. Ist er gerade weggespawnt?
ist das hier eigentlich alles? Was sind das für... Vollstöckchen, ach so, Vollstöckchen, ja, okay. Ich suche Schluckaufgras. Haben wir hier oben Schluckaufgras? Kann natürlich auch hier oben dann wieder sein. Aber hier ist auch so eine Menge zu tun, wa? Und aber wenigstens Honig. Da kriegen wir vielleicht auch noch mal ein paar Bienen raus. Natürlich nicht. Wir kriegen wieder einen Honig. Ich dachte, gerade nachts kriegt man eher Bienen raus als tagsüber. Schluck auf Gras. Kommen wir da eigentlich hin? Ich glaube nicht, ne? Hier können wir noch mal fischen. Okay. Oh, hier kommen wir tatsächlich rüber. Da können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Das ist aber kein Schluck auf Gras hier, ne? Alter, ist das ein Riesenareal hier. Das ist ja unglaublich. So, mit das. Aha. Waldhütte. Eintreten. Oh. Oh. Okay. Dann pennen wir doch da mal eine Runde, wenn wir schon mal hier sind. Dann, gönnen wir uns das doch mal. So, wir haben hier Astrologentag, da können wir sowieso nichts machen. Kommenden Tag müssen wir wieder eine Predigt halten. Ah. Was kriegen wir jetzt hier raus? Naja, es ist so ein Reißbrett, das sehe ich so schon. Mhm. Eisenerzlagerofen. Drehscheibe. Eine zweite Basis also, ja? Okay. Ist aber auch wiederum schlecht. Ach, guck mal, hier haben wir eine Eisenerzader. Guck mal, hier haben wir eine Erzader. Hm, da haben wir Stein. Was haben wir hier für eine Sauerei? Marmorsteinbruch. Oh, Marmorstein und Eisen bricht. Aber, nein, das reimt sich nicht, schade. Was haben wir hier? Das könnte dieses Schiefer sein, ne? Ist das nicht dieses Schieferzeugs? Ja, das war doch... Nee, Kohle ist das. Okay. Hm. Das finde ich ja mal nice. Würde ja mal was sagen. Fast unendlich Material hier oben. Oh, guck mal hier, das ist doch dieses Schluck auf Gras. Garantiert, oder? Das sieht mir so richtig danach aus. Oder auch nicht. Hm. Eine Datscha gefunden. Na, das ist praktisch. Na, ihr wusstet das ja alle schon. Ich kenne euch doch. Aber hier muss ja noch irgendwo Schluck auf Gras haben. Oder muss man Schluck auf Gras herstellen oder anbauen? Das kann natürlich auch sein. Aber das werden wir noch rausfinden. Ich schaue mich nur hier erstmal einmal rum, weil ich muss erstmal gucken, was es überhaupt hier alles zu finden gibt. Das ist aber keine gute Nachricht eigentlich, denn dadurch, dass hier das so ein Riesenareal ist, bedeutet das natürlich, dass wir da noch einiges. Ach, guck mal hier. Na. Können wir auch noch den Weg gehen. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, dass wir auch genügend noch zu tun haben werden. Jetzt sind wir noch ein Bümchen mit. Schluckaufgras. Wo könnte Schluckaufgras? Könnte natürlich dann auch bei der Stadt unten sein. Das ist gar nicht hier oben in dem Areal zu finden ist, aber das weiß ich natürlich. Bin noch ganz am Anfang. Ah ja, Jutta doch. Die wird auch täglich von mir gespoilert. Oder was heißt täglich, aber mit jeder... Was ist das denn hier? Ist das hier? Achso, ich dachte, da wäre was zu sammeln. Na gut, dann nicht. Da kommen wir den Weg wieder zurück. Habe ich eh wieder alles vergessen. Ja, du bist ja schon fast so wie ich. Aber ich vergesse die Sachen schon beim Spielen. Also von daher ist das... Bin ich ja, glaube ich, noch eine Ecke härter. So, was brauchen wir jetzt hier? Hier brauchen wir nochmal das Ganze. Ah, okay. Nochmal zwei Balken, nochmal zwei Eisenstücke und nochmal 10. Obwohl, die könnten wir ja... Na, die kann ich ja hier noch nicht herstellen. Ich habe ja in der zweiten Basis habe ich ja noch nichts. Wir hatten ja nichts. Aber es wäre mal nicht verkehrt, hier gleich auch nochmal mit aufzumachen, wenn wir schon mal dabei sind. Dann gehe ich mal den Weg.
gleich alle Wege frei machen. Oh, nicht schlecht. Da können wir hier so hoch. Mhm. Ja. Mal schauen, wa? So, hier kriegen wir nur Sand mit. Das Spiel ist so komplex, das wird schwer, sich alles zu merken. Nein, ja, das sowieso. Wie ich ja schon sagte, es ist sogar für mich schwer, sich überhaupt hier das eine oder andere zu merken. Im selben Spielverlauf, also. Ach, da. So, hier gibt's nix. Komme ich natürlich nicht vorbei, ne? Ist natürlich klar. Kann man hier nicht irgendwie mal so... Oh, hier kann ich so ein bisschen mich vorbeimogeln. Okay, das heißt, ich brauche nochmal 10 Keile, nochmal 2 Eisenstücke und 2 Balken. Planken. Planken. So. So, nochmal davon ein paar. Schon wieder Predigtag heute. So, Keile brauchen wir. Kylo Ren. 10 Keile. Reicht auch gerade noch so. So, 10 Keile. Und nochmal 2 Bretter. 2 Stück, ne? War das 2 Stück? Ja, 2 Stück. So. Und wieder zurück. Es war gerade ein bisschen Lauferei, aber naja, nützt ja nichts. Vielleicht schneide ich das nachher auch raus, wenn ich dran denke. Wahrscheinlich denke ich wieder nicht dran. Solange du nicht anfängst, nach roten Pilzen und Zombies zu suchen, bist du zumindest im richtigen Spiel. Ja, selbst damit habe ich manchmal meine Probleme. Wie oft ist mir das schon passiert, dass ich, was ich bei Oxygen oder bei 7 Days dann entweder gesagt habe, hey, herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Und dann waren wir nachher bei Oxygen und ach komm. Wie oft ist mir das schon passiert? Rote Pilze war ja bei Greenell, ne? Muss ich schon nachfragen, wo das war. Wir müssen nach unten, glaube ich. Ah, Greenhell hätte ich ehrlich gesagt auch Bock drauf. Ich weiß natürlich nicht, ob das im jetzigen Stadium schon so viel zu bieten hat, dass man da jetzt Folge über Folge über Folge machen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir auf dem Freitag auf jeden Fall ein bisschen Dead by Daylight zocken. Und Greenhell. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen auf dem Freitag. Mal gucken. Was? Ich wollte schon sagen, hä? Nicht genug Energie? Nein! Nein! Ach nee, warte mal, wir können hier oben ja pennen. Einen Augenblick können wir oben ja pennen. Einen Augenblick, aber nur, weil heute Predigertag ist. Also muss ich ein bisschen was machen. Ich freue mich auf den Story-Modus bei Greenhell. Ja, ich auf jeden Fall auch. Also es klang sehr vielversprechend. Das ist natürlich nachher nur die Frage, wie sie es letztendlich, wie sie es nachher umsetzen. Heißt ja nicht, dass es auch gut bleibt. Also bis jetzt hat mich das der Story-Modus schon wirklich überzeugt. Aber ob das natürlich so bleibt, ist ja die Frage. Ach, guck mal, hier ist auch nochmal Kohle. Gut, dass wir das nochmal gesehen haben. Nicht, dass ich das mir merken würde, aber irgendwann irgendwie vielleicht. Greenhell war das mit den grünen Pilzen. Roten Pilzen. Ach, guck mal, hier war die Hütte. Die Hütte können wir doch sicherlich auch nochmal so ein bisschen wieder auf Vordermann bringen, oder? Sieht ja aus hier. So, ein bisschen Heier machen. Das muss auch reichen. Dann können wir nämlich gleich nochmal predigen. Ja, also ich muss auch sagen, also ich habe ehrlich gesagt überhaupt nichts erwartet bei Greenhell. Aber das Tutorial, was eben halt auch so ein Story-Teaser ist, also muss ich sagen, das hat mich schon schwer überzeugt. Auch von der Grafik ist es wahnsinnig. Also für einen Early Access-Titel sieht das schon wirklich sehr, sehr gut aus. Hat das Spiel natürlich auch ein paar Fehler, klar, aber das ist ja ein Early Access-Titel. Das würde mich wundern, wenn das eben noch nicht so weit wäre. So. Hier können wir nochmal kurz luschern. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Aber hier haben wir eh den Sumpf, also von daher. Die Pilze werden wir aber nachher auch mal brauchen. Irgendwann. Wollen wir so mal gucken.
kann mir auch vorstellen, dass wir nachher aus den Pilzen vielleicht sogar eine Säure machen können. Weiß ich nicht, vielleicht ist es eine Zutat. Weil sammeln kann man die ja offiziell. Also wird man die auch für irgendwas nutzen können, müssen, sollen. So, mal kurz predigen. Predigen wir mal kurz was, nie. Oh, so ein Frosch. Ein Frosch ist noch da. Ach, guck mal, jetzt haben wir schon wieder den Fisch vergessen. Der wollte auch Fisch haben, weil der viermal guten Fisch haben, ne? Ja, hatten wir ja nicht. Wir hatten ja nur dreimal guten Fisch. Also von daher ist es eh Lack. Schade, dass wir hier keine Kiste haben. Das würde ich echt gut finden, wenn man hier jetzt diese Predigten mal lagern könnte. Dann müsste ich die jedes Mal quer durch den Keller latschen, nur um mir die Predigt zu holen. Naja. Ist da auch ein Keller bei dem anderen Haus, meinst du? Ich habe jetzt das nicht so... Bei der kleinen Hütte, ne? Ne, ich glaube nicht. Wo hatte ich das denn jetzt hier hingepackt? Da geht es schon wieder los. Weißt du, schon wieder die Predigt irgendwo hingepackt? Da ist sie. So. Mal gucken, ob wir diesmal eine Chance haben, ein bisschen mehr Glauben zu kriegen. Das wäre mal super. Also bei der kleinen Hütte glaube ich nicht, nein. Das wird sicherlich nur irgendwie die zweite Basis sein, dass man da mal pennen kann. Sonst müsstest du ja ständig immer hin und her laufen. Oder ständig richtig viel Essen produzieren. Also von daher glaube ich nicht. Aber werden wir sehen. So. Anfertigen. Sind wieder nur 4 Leute. Ne, 5. Okay. Die Pilze werden zu Drogen gekocht. Oder zur Augensalbe. Unsere Kirche ist klasse. Ja. So, mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen mehr kriegen. Ne, bleibt bei 4. Ja, macht aber nichts. Aber dafür kriegen wir ein bisschen mehr Kohle. Ja, 30. Schön reinschmeißen da. Schön Kohle. Zack, haben wir das auch wieder hinter uns gebracht. Kohle einsammeln. Zack. Was können wir hier noch an Bänken? Können wir auch noch Bänke bauen? Beichtstuhl wurde ja auch mal vorgeschlagen. Wandleuchter. Hölzerner Schrein, den haben wir ja schon. Kirchenbank, dafür brauchen wir nochmal 8 Planken, 8 Nägel. 2 gehen noch hin. Also bräuchte ich 16 Planken, 16 Nägel. 16 Planken, 16 Nägel. Kannst du in der Kirche eine Truhe basteln? Ich glaube, das geht nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Nee, du kannst halt nur so einen Schrein, Wandleuchter, Beichtstuhl, Kirchenbank, Beichtstuhl können wir nochmal machen. Also 32 Planken brauchen wir eigentlich. 32 Planken, Eisenstücke brauchen wir noch. Beichtstuhl würde mich echt mal interessieren, ob man da vielleicht einen Vorteil von hat. Auch wenn hier nicht plus 1 steht, also da, naja. Also 16 Planken, 6 davon, 16 davon. Ob ich mir das merken kann. Sehe ich schon wieder dunkel. Kann ich erstmal pennen gehen. Holz brauche ich auch noch. So. Holz brauche ich auch noch. Davon habe ich ja nur noch 3. Oh, können wir mal sehen, dass wir noch ein bisschen was produziert kriegen. Holzplanke 25. Das brauchte ich jetzt. 32, ne? 2 mal 8, 16. Plus die anderen sind 32. Naja. So, das war's mit Energie. Das war's mit Energie. Ein P? Was? Ein P? So. Planken weiter. Was das wieder Energie kostet. Kannst du wieder 2-3 Tage hier verplempern?
Warte mal, ich will mal eine Sache kurz gucken. Ah, siehst du, das dachte ich mir nämlich schon, dass das hier einfacher geht. Na, ah, verdammt. Na gut. Lerne durch Schmerz, wie man so schön sagt. Kann man das hier nicht irgendwie, kann man das hier abbrechen? Nicht wirklich, oder? Ja. Komm, machen wir die 11 fertig und das ist gut. Aber dafür haben wir die Kreissäge, siehst du mal. Da hätte man das mal ein bisschen einfacher haben können. Aber nun gut. Lernen durch Schmerz, ausprobieren, gut ist. Da passt schon. Sind gleich vom Level sowieso wieder durch. Ah, Energielevel. Das war schon wieder. Eine Planke noch, weißt du? Eine Planke. Die eine Planke hätte mir das Spiel auch nochmal gönnen können, aber nein. Der Nordisch muss natürlich wieder leiden. So. Trotzdem fehlt noch Schluckaufgras. Wo kriege ich Schluckaufgras her? Kaufen konnte ich das, glaube ich, auch nirgends. Oder es kann eben halt sein, dass es in der Stadt ist. Dass ich in der Stadt Schluckaufgras klauen muss. Stand das dann irgendwo drin? Bring dem Händler Schluckaufgras. Handelslizenz, um ein Geschäft zu öffnen? Auch nicht wirklich, also. Drei Planken haben wir noch hier. So. Wie habe ich jetzt? 28, 36, nee, 32 brauchte ich, ne? 32 Planken. 32 Planken. 32 Planken. Also 5 Stück. 4 Stück fehlen mir noch. 4 Stück. Na komm, so. Ah, das ist auch viel besser so. Zack. Schluck auf Gras habe ich hier dank meiner Katzen auch hin und wieder. Eier. Aber ansonsten keine Ahnung, wo du das bekommst. Na, schauen wir mal. So, was wollte ich jetzt? Die Planken hatten wir. Planken, Planken, Planken. Und von denen brauche ich, glaube ich, auch noch komplexe Eisenstücke. Brauche ich auch, glaube ich, auch noch ein paar. Das sind hier auch irgendwie 6 Stück oder so. Metallschrott, das können wir eigentlich mal einschmelzen. Nägel können wir aber nochmal herstellen. Noch ein paar Nägel. Ah, machen wir erstmal 24. Soll das mal reichen? Ja, ich werde das nochmal mit dem Applaus oder generell mit den Sounds nochmal vereinfachen. Dass da nicht 3 für notwendig sind, weil ich glaube, das finde ich mal ein bisschen umständlich. Weil es weiß ja kein Schwein im Endeffekt, wie viele man nun braucht tatsächlich für einen Applaus oder für einen Soundeffekt oder na, das finde ich ein bisschen affig. Ich glaube, man muss hier mal ein bisschen rum experimentieren. Genau. Gehen wir da rum. Ja, Kommandoliste. Genau. Also wenn ihr die Sounds wissen wollt, ist Ausrufezeichen Sounds, ne? Da ist eine Liste von allen Sounds, die es gibt. Muss ich auch mal wieder ein paar neue einspielen. So, Kirchenbank. Da können wir auch nochmal einsetzen. Hier da einen hin und da einen hin. So, das reicht dann auch. Hier können wir sowieso keine mehr hinbauen. Beichtstuhl. Und Beichtstuhl können wir auch nochmal hinsetzen. Wo backen wir den hin? Hier vorne passt das, glaube ich, ganz gut. Bau den mal hier vorne hin. Da, Beichtstuhl. Geht ja nur da oder da. So. Ach doch, guck mal, plus 5. Okay. Finde ich nur ein bisschen merkwürdig, weil wenn man hier jetzt so rauf geht, da sieht man ja hier plus 1 bzw. Kreuz 1, Kreuz 1, also was es halt bringt. Aber das ist gleich, okay. Und plus 5 immerhin. So sind wir schon auf Level 17 hier oben, bzw. auf geil halt 17. Genau.
Oder ich mache das so, dass ich bei den Chat-Sounds, also hier bei den, dass ich da mal reinschreibe, was weiß ich, Klammer 3, dann weiß man, dass da 3 mit setzen müssen oder 2, wenn halt 2 das mindestens setzen müssen, das kann man ja mal ausprobieren. So, das haben wir jetzt auch schon mal. Schade, dass man das hier nicht, dass man hier keine Kiste hat, das finde ich echt schade. Glauben schleppen wir auch noch ein bisschen mit uns rum, Kohle haben wir noch dabei. Können wir hier eigentlich was machen? Beten. Oh, beten. Niemand will gerade beichten. Was? Warum nicht? Na gut. Ja, ist auch gerade nachts. So, okay, das haben wir auch. Hatten wir nicht noch Blümchen dabei? Die können wir eigentlich auch mal reinschmeißen. Die hatten wir doch auch da, meine ich doch. So, Nägel den ganzen Schmodder. Das ist zum Essen. Komplett toxisch. Kein Grabzaun. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch noch was machen. Grabzaun, da könnte man so feine Sachen mitmachen. Am besten wäre es natürlich, wenn man die exhumiert und dann einfach eine gute Leiche reinlegt. Aber okay, das... ...89%. Plus 2. Warum hat er 0? Das ist klar. Müsste er nicht da auch plus 2 haben hier eigentlich? Naja. Königliche Siegel. 30 haben wir jetzt. Bauerlaubnis? Nee, wir wollten noch was anderes. Mäßiger Bürger kaufen. Handelslizenz. Aristokrat, da brauchen wir 65. Bürger brauchen wir 30. Kriegen wir ein königliches Siegel. Ach, kaufen. Ja, da muss ich es naja doch kaufen, meine ich doch. Bauerlaubnis. 20 Silber? Nein. Rechtmäßiger Bürger. Wenn wir das kaufen für 3, haben wir plus 35. Dann können wir auch eine Handelslizenz kaufen. Müssen wir sowieso machen. Kaufen wir mal rechtmäßiger Bürger. Wir haben ja, glaube ich, 3, ne? Handelslizenz können wir kaufen für 50. Ja, genau. Richtig. Aristokrat können wir jetzt sogar kaufen. Aber für 20, für 12 Gold. Ja. Sicherlich. Aristokratenpapier. Natürlich. Natürlich. Gut. Aber wir können zumindest eine Handelslizenz könnten wir kaufen, wenn wir wollten. Ich wäre sowieso dafür, dass du das Kistenmanagement übernimmst. Ja, da wäre ich auch sehr dankbar für. Besser wäre das. Gerade vorgeschlagen, hatte ich gerade gesehen, das Gebet bei der Kirchenkiste hinzupacken, draußen. Kann man machen. Ah, das ist unser Baron wieder. Baron Münchhausener. So, das war die Futterkiste, ne? Also, das war das. Da können wir die Flügel nochmal reinschmeißen. Das kommt draußen hin. Das nehmen wir mit. Das können wir auch nochmal mitnehmen. Glauben. Obwohl, Glauben brauchen wir ja teilweise auch zum Craften. Das würden wir mal hier lassen, würde ich sagen. Dann packe ich nur die Gebete dann oben rein. Das könnte man so machen.
So, das kommt ja oben hin. Da müssen wir also trotzdem nochmal nach oben.